Herzlich willkommen zum Derivate Deep Dive hier auf dem YouTube-Kanal von comdirect. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir tatsächlich die letzte Ausgabe für 2021. Natürlich habe ich da wieder meinen Gast eingeladen, Dirk Grunert von Morgan Stanley. Hallo Dirk, ich grüße dich. Hallo Andreas. Wir haben ja in diesem Jahr doch sehr, sehr viele Ausgaben miteinander gemacht und hatten vor allen Dingen ganz, ganz interessante Themen, die wir beide ja immer wieder diskutiert haben. Und ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, wenn wir die letzte Ausgabe in 2021 dafür nutzen, um vielleicht nochmal so einen kleinen ein Revue oder einen Rückblick natürlich passieren zu lassen. Aber was vielleicht auch viel, viel wichtiger ist für viele, die zuschauen, ob man manche Themen in das neue Jahr mit übertragen kann oder vielleicht, ob es sogar neue Themen gibt. Und da würde ich mal vorschlagen, fangen wir doch mal an. Trendthemen waren ja doch sehr, sehr viele in 2021. Wir hatten ESG, wir hatten die Impfstoffaktien, Lithium, E-Mobilität. Wie habt ihr das denn bei Morgan Stanley wahrgenommen? War da tatsächlich eine sehr große Nachfrage nach diesen Themen oder gibt es sogar noch andere Themen, die dir ad hoc einfallen, die da ebenfalls ein großes Thema gespielt haben? Also ich glaube, das Thema ESG war ein großes Thema. So haben wir es, glaube ich, als ich mir die letzten Sendungen mal angeschaut habe, die ersten Sendungen, die wir gemacht haben, das war, glaube ich, die vierte Sendung im Dezember letzten Jahres. Und da haben wir das gleiche Thema ESG besprochen gehabt. Und ja, da lagen wir beiden eigentlich richtig. Es ist ein Megatrend. Es ist viel Geld reingeflossen. Also wenn man sich einfach die Zuflüsse in den ETFs, in den Fonds tatsächlich sieht, aber natürlich auch in unsere Produkte, das ist ein Thema. Und warum ist das ein Thema? Naja, weil eben dieses Thema bei jedem angekommen ist. Also wir möchten nicht nur unseren Fußabdruck oder den grünen Fußabdruck hinterlegen, indem wir uns ein weniger Strom verbrauchen, Müll besser trennen, sondern auch tatsächlich sinnvoll oder nachhaltig mit unserem Investment umgehen. Und das ist natürlich ein Trendthema, das ist mehr auf der institutionellen Seite, weil natürlich jeder jetzt tatsächlich investieren möchte. Man sieht es an den großen Unternehmen, ja auch die werden immer grüner, also die versuchen zumindest das auszugleichen. Und dadurch fließen viele, viele Gelder da rein, werden genutzt auch tatsächlich, um weiter Research und Development zu machen, also zum Beispiel Elektromobilität, wenn wir das sehen. Ja. Wie grün ist ein Elektroauto? Das wird ja immer noch ganz, ganz viel zu Recht diskutiert, gerade die Batterien, ja, das Kobalt, was da drin ist, ist halt ein schwerer zu fördernder unter ganz, also es kommt aus der Demokratischen Republik, kommen 60%. Und wie nachhaltig ist das, wenn ich wirklich ESG, das ist ja alles dabei, also auch die Governance, ja, und da wird das unter wirklich schlechten Bedingungen noch gefördert. Also wie können wir da weiterarbeiten? Alternative ist, man versucht immer Batterien jetzt zu machen, wo man halt weniger davon braucht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Thema, bin ich fest von überzeugt, wird uns nächstes Jahr umso mehr begleiten. Und da werden immer auch tatsächlich dann die einzelnen Stars rauskommen, aber da wird sich auch der Spreu vom Weizen trennen. Kann man vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass das Thema ESG, ich sage jetzt mal, erwachsener geworden ist? Wir hatten ja doch sehr, sehr viele Hype-Themen natürlich auch, die mit in dieses ganze Themenfeld reingefallen ist. Ich sage jetzt mal so Stichwort Wasserstoffaktien, die ja teilweise wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen sind, dann eben doch eine harte Bruchlandung teilweise vollzogen haben. Aber wir hatten natürlich auch andere Unternehmen, du hast bereits schon gesagt, Ölunternehmen, die eben in Form der Transformation weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien natürlich auch eine Entwicklung vollziehen, die vielleicht auch wirklich interessant sind für große institutionelle Investoren, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Also man muss ja immer sagen, es gibt immer zwei, sagen Sie mal Driver oder zwei verschiedene Faktoren, warum Leute investieren. Ja? Das sind immer die Nachrichten. Ja? Und Nachrichtenlage, was du gerade erwähnt hast mit Wasserstoff, das ist tatsächlich nachrichtengetrieben und Leute investieren ganz schnell da rein. Warum steigen dann Wasserstoffaktien so sehr? Weil die Unternehmen natürlich auch nicht so groß sind. Also die können tatsächlich durch geringe Investitionssummen sehr stark steigen. Aber selbstverständlich bei sowas immer vorsichtig sein. Die können nämlich auch genauso stark fallen. Und das ist ja auch ein super Lernprozess, das wir haben. Ja? Also wir wollen ja auch keinem vorgaukeln, die Börse ist halt keine Einbahnstraße. Auf der institutionellen Seite ist der Faktor anders, sondern da ist tatsächlich, naja, dieses ESG-Thema oder gerade das Klimathema, das wird ja immer greifbarer. Wir hatten dieses Jahr auch das Hochwasser zum Beispiel in Deutschland. Wir hatten Waldbrände in den südlichen europäischen Ländern. Das heißt, uns wird es immer transparenter. Es findet ein Klimawandel statt. Wir müssen verantwortungsvoller damit umgehen. Und deswegen ist es ja nur verständlich, dass wir jetzt mehr Geld da nehmen. Und du hast vollkommen richtig, das Thema ist erwachsener geworden und wird umso erwachsener nächstes Jahr sein.
Und was ich auch ganz spannend fand, eigentlich auch mal so ein Schlagwort bzw. ein Schlagwort-Duett. Wir hatten einmal Reopening Trade und wir haben die Technologieaktien. Und da hatte man ja so ein bisschen wie das Gefühl gehabt, man liegt wie die Schlange vor dem Kaninchenbau und wartet, wann wird die Old Economy, wann werden die Werte aus der Old Economy wieder wachgeküsst und lösen vielleicht die doch hervorragende Performance eben von den US-Technologiewerten ab, die aus 2020 heraus sehr stark natürlich von Digitalisierungsprozessen, Homeoffice, dezentrales Arbeiten etc. profitiert haben. Aber so richtig funktioniert hat es ja nicht. Also wir haben nicht wirklich eine ganz starke Trennung bekommen, sondern eher eine Zersplittung. Das heißt, die großen Technologiewerte wie Apple, Nvidia und Co. sind weitergelaufen. Aber auf der anderen Seite auch einige Old-Economy-Werte zum Beispiel aus dem Automotive-Bereich gelaufen. Oder ist die Wahrnehmung da falsch? Oder siehst du das anders? Nein, also vollkommen richtig. Beide Sektoren kann man trennen. Also was ist passiert 2020? Alle Technologiewerte sind gestiegen. Also jeder, der zum Beispiel irgendeine Videokonferenz anbieten konnte, wurde auf einmal sehr, sehr hoch bewertet. Jeder, der einen Impfstoff herstellen kann, natürlich umso mehr, weil es ja so wichtig auch wirklich für uns alle ist. Die Old Economy hat am Anfang natürlich gelitten, weil wir wussten ja nicht, was passieren wird. Also wenn ich mich ans März 2020 erinnere, Mann, da sind wir ja schon alle nervös gewesen. Also wie weit geht wirklich der Markt nach unten und wie sieht das neue Normal aus? Mittlerweile, ja, also ich meine, wir sind ja tatsächlich jetzt nicht sehr viel besser von den Zahlen an der Spitze, aber wir haben einen Impfstoff, wir haben mehr Sicherheit dadurch. Nichtsdestotrotz, durch Varianten, das haben wir auch noch und nöcher diskutiert, dass es immer eine Gefahr ist für den Markt, aber der Markt geht ja ganz erwachsen damit um. Du hast vollkommen recht, man sieht, die Technologiewerte, die werden jetzt aufgeteilt, also die Unternehmen, die tatsächlich Gewinne machen und nachhaltig Gewinne machen, die laufen weiter, weil wir sind einfach auch weiter darauf angewiesen. Also die Mobilität ist zum Beispiel wieder eingeschränkt, ja, es wird ja wieder geringer, wir arbeiten wieder möglichst von zu Hause und das merkt man ja auch dann überall. Und wenn ich zu Hause arbeite, ja, dann brauche ich natürlich vielleicht auch mal den einen oder anderen Paketdienst, der mir ein Paket bringt, ja, für Weihnachten oder tatsächlich auch den Zoom-Call mit meinen Verwandten, den ich vielleicht auch wieder machen muss. Das heißt, da hat man natürlich jetzt einfach Technologiewerte, die ich wieder brauche. Bei der Old Economy, ich meine, wir haben den Reopening-Trade auch damals schon im Dezember besprochen, dass wir daran glauben. Und ganz ehrlich, das hat eigentlich funktioniert. Wir haben damals auch gesagt, naja, man muss sich da auch wieder Sektoren raussuchen, die funktionieren. Also wir haben damals gesagt, naja, also da kann man über alles ja reden. Ja? Also ich meine, zum Beispiel die Tourismusbranche war ja damals ganz abgestraft. Die lief ja dann einfach auch erstmal wieder besser, als man merkte, naja, als die Impfstoffnachricht kam, dass wir alle geimpft werden können und die ersten Impfungen im Dezember letztes Jahr in England losgingen und dann irgendwann auch in Europa. Das hat ja schon geholfen und das hatte auch funktioniert. Also man kann sagen, das war eigentlich ein Call, den wir ganz gut zusammen erarbeitet haben. Und dann haben wir ja noch ein anderes Themenpaar gehabt, Inflation/Tapering beginnen, in den USA zumindest. Die EZB hatte sich ja da ganz klar positioniert und gesagt, in Europa denkt man darüber noch nicht nach. Aber das ist ja auch ein Thema, was uns eigentlich so ab Mitte des Jahres wirklich begleitet hatte, dass man hier ja immer wieder auch das Wording eben aus Richtung oder von Richtung der US-Fed gehört hatte, dass man eben mal drüber nachdenkt, dann mal nicht. Dann hatte man sozusagen sich ein bisschen Karenz auch geschafft, so ein halbes Jahr. Siehst du dieses Thema vielleicht auch vorausschauend für 2022 tatsächlich noch als wirklich ein marktbewegendes Thema an oder ist da eigentlich schon ein Haken hintergesetzt, weil man eben davon ausgeht, ja, die US-Fed wird tapern und ja, es kommen vielleicht Zinserhöhungen. Wie siehst du oder wie seht ihr das? Also ich glaube, es ist wieder ein Thema, was ganz kontrovers diskutiert wird. Wir sind eines der wenigen Häuser, die sagen, es gibt keine Zinserhöhung im 2022. Da sind wir im Moment einmal, obwohl wir normalerweise, es gibt ja immer so Konsens, da sind wir mal ein Outlier. Wir begründen das damit, dass tatsächlich die Rückschläge, die wir jetzt gesehen haben, einfach dafür mehr Spielraum der Fed lassen, dass man die Zinsen nicht erhöhen muss. Wir haben immer das schöne Wort Stagflation benutzt. Ja, also im Sommer war das eins unserer großen Thema. Nein, das sehen wir immer noch nicht, dass es zu Stagflation kommt. Wir sehen die Inflation auch wieder tatsächlich etwas runterkommend. Auch eine Begründung, warum wir denken, dass der Zinsschritt noch nicht da ist. In Europa sowieso nicht. Tapering, ja, das glauben wir, dass das tatsächlich kommen wird, um das einfach zu kontrollieren. Das muss auch irgendwann geschehen. Aber jetzt ganz wichtig, wie wird das aufgefangen? Naja, über China. China, wissen wir, hat viele Probleme, das Wachstum ist geringer.
Aber China kann das natürlich auch sehr viel besser kontrollieren, weil es eben eine Planwirtschaft ist. Der Plan ist, nächstes Jahr wieder 6% Wachstum zu erreichen. Und das wird einfach gemacht, dass man da Quantitative Easing einsetzt. Und das ist ja auch relativ einfach bei einer Planwirtschaft, weil man ja planen kann, wie groß die Wirtschaft wachsen soll. Und das wird auch ein Treiber sein. Warum ist China denn eingebrochen dieses Jahr? Da gibt es auch eine ganz einfache Begründung dafür, weil sie eine andere Covid-Strategie haben, ja, eine andere Corona-Strategie. Bei denen ist es tatsächlich viel restriktiver. Das heißt, wenn da nur ein, zwei Fälle sind, dann werden ganze Stadtteile runtergefahren. Und das heißt, tatsächlich ist dieser Retail-Bereich, also der Konsumbereich, dass man einkaufen geht, der ist viel geringer, als es eigentlich sein müsste, oder das ist einfach eine andere Strategie. Das produktive Gewerbe in China hat super aufgeholt. Da können Rückschläge gucken, weil die auch bedingungslos dann ganze Firmen einstellen mit 1 Million, 2 Millionen Mitarbeiter, die dann einfach stillgelegt werden. Aber das Quantitative Easing in China wird beginnen. Der Konsum in China hat noch viel Aufholbedarf, viel mehr als in Europa und in den USA. Und das nutzt natürlich, wem nutzt das am meisten? Ja, tatsächlich Deutschland, weil wir natürlich Exportweltmeister auch nach China sind. Und das wird tatsächlich dann, tatsächlich wieder Quantitative Easing, wird uns wieder beschäftigen, aber diesmal nicht aus den USA oder Europa, sondern Augenmerk wirklich auf China. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Du hast schon die Herleitung oder Hinleitung ja auch zu China eben schon gemacht. Und was da ja gerade in den letzten Monaten immer wieder hochgekocht ist, ist natürlich wieder mal die Sorge um den Immobilienmarkt, um China Evergrande und die anderen Immobilienunternehmen in China. Siehst du das tatsächlich als Thema, was auch im kommenden Jahr noch eine Rolle spielen kann? Wir hatten ja da auch diskutiert, wie groß könnten die Auswirkungen tatsächlich für die europäischen bzw. die westlichen Industrienationen, die Banken sein? Da haben wir dann eher so gesehen, okay, das ist eher ein isoliert betrachtetes Thema, aber wird das in 2022 ein marktbewegendes Thema sein oder eher so ein Thema, ja, es wird wahrgenommen, aber hat keinen großen Einfluss auf die Börsen in Europa und den USA? Also das ist jetzt ganz schwierig, muss ich auch zugeben. Ich weiß nicht, was die Meinung unseres Hauses ist, deswegen meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass das tatsächlich nächstes Jahr ein Thema sein wird, was geringerer Bedeutung zukommen wird. Also wir haben es ja jetzt gesehen, es kamen immer wieder Nachrichten, dass Zahlungen nicht passiert sind oder aufgeschoben worden. Aber so richtig marktbeeinflussend war das nicht. Ist natürlich auch wieder der Vorteil, der chinesische Staat kann einfach sehr schnell auch da reagieren und solche Sachen auch auffangen. Weil natürlich alles in der Planwirtschaft geplant wird und tatsächlich auch die Finanzierung. Wenn wir uns die Staatsverschuldung mal angucken aus China, der Staat selbst hat nur 60% Staatsverschuldung. Insgesamt alles zusammen, wenn man die Kommunen nimmt, die privaten Haushalte, ist es schon sehr viel deutlich höher. Da liegt das bei 300%. Aber das ist alles tatsächlich noch handelbar und die Schulden sind meistens im Inland. Also solange man selbst das Geld noch drucken kann. Inflation ist auch kein Riesenthema. Zinsen sind sehr viel höher in China. Das heißt, da hat die Zentralbank einfach auch noch mehr Spielraum drin. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass, wenn das wirklich nochmal hochkommt, das Feuer auch wieder gelöscht werden kann. Ja, was ganz spannend war, genau. China war ja in diesem Jahr von der Performance her, zumindest die Aktienmärkte, ja nicht so doll. Da konnte man nicht wirklich große Blumentöpfe mit gewinnen. Was aber ganz spannend war, dass der DAX und natürlich auch die amerikanischen Börsen sich ganz gut geschlagen haben in 2021. Und da kann man ja sagen, obwohl man eigentlich an den Börsen ja kaum Kurse wirklich sinnhaft und nachhaltig prognostizieren kann, aber eins gilt, und zwar die Börsenregel, Wahljahre sind in der Regel gute Börsenjahre. Und das zeigte sich ja tatsächlich auch. Siehst du das denn in 2022 vielleicht fortgesetzt oder gibt es da auch so eine Art Regel, dass eben die Jahre nach den Wahlen vielleicht gar nicht so gut laufen? Also du hast vollkommen recht, solche Statistiken gibt es noch viel mehr und eindeutiger in den USA, ja, weil da auch eine sehr viel längere Historie ist. Aber wer hätte Anfang des Jahres gedacht, bei dem Wahlausgang, dass das alles so relativ smooth geht? Wir hatten keine Hängepartie, es war relativ schnell klar. Und auch die Regierung kam relativ schnell ins Amt. Und ich glaube, das ist auch wieder einfach gut für die Börse. Unsicherheit ist das, was Märkte einfach stört. Das gab es nicht. Nächstes Jahr sind keine Unsicherheiten zu beklagen. Es gibt Wahlen woanders, absolut. In Europa gibt es einige Wahlen, in Deutschland nicht. USA haben wir auch erstmal nichts zu befürchten. Und das ist erstmal gut. Alles, was Unsicherheit ausmacht, ist ein Problem. Und deswegen bin ich entspannt im nächsten Jahr. Und die historische, warum Wahljahre gut sind, ist ja auch logisch. Die Regierung will nochmal tatsächlich mehr Geld ausgeben vor dem Wahljahr. Also es gibt sehr viele Versprechen, das macht Optimismus und das sorgt immer dafür, dass das so eine, wir nennen es auf Englisch self-fulfilling story, also einfach, weil man es selbst haben möchte, erfüllt sich das dann auch, hat. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt, also nächstes Jahr steht nichts an, aber auch nicht schlimm für die Börse, dass wir kein Wahljahr haben. Ja,
Da du ja nur ausgewiesener Profi eben gerade im Derivatebereich ja auch bist, habe ich natürlich auch noch zwei Fragen mitgebracht, die auch 2021 wirklich viele Zuschauer immer wieder beschäftigt haben. Und wir haben jetzt auch ein schönes Beispiel, wo wir das mal drauf anwenden können. Zum Beispiel, was passiert denn eigentlich mit Derivaten, Optionsscheinen oder Zertifikaten, wenn zum Beispiel bei Daimler ein Spin-off stattfindet? Daimler hat ja die Trucksparte, Daimler Trucks eben jetzt herausgebracht, rausgelöst aus dem Unternehmen. Und nehmen wir an, ich hätte jetzt einen Call oder einen Put auf Daimler gehabt. Was macht ihr als Emittenten dann mit diesem Derivat, wenn eben solch ein Spin-off vollzogen wird? Ja, das ist eine super interessante Frage und ich kann den Zuhörern nur sagen, es ist immer auch für uns ein großer Aufwand. Also was bei Daimler und der Truck-Sparte passiert ist, also Daimler hat im Prinzip jeweils eine Aktie, für zwei Daimler gab es eine Truck-Aktie ausgegeben. Das heißt, die Investoren werden danach genauso gestellt, als hätten sie direkt in die Aktie bekommen. Also nehmen wir mal an, ich hätte zwei Daimler-Aktien gehabt, dann hätte ich eine Truck-Aktie bekommen. Und genau das machen wir. Also wir berechnen danach einfach einen Basket und der wird dann auch als neuer Basiswert genommen. Und zwar sagen wir dann, naja, die Daimler-Aktie, die hat jetzt noch eine halbe Truck-Aktie dazu bekommen. Und das muss ja auch genau der Preis sein. Man muss sich immer vorstellen, dass wie bei einer Dividende auch eine Abspaltung, mir ja die Abspaltung auch gehört. Und eigentlich der Preis, mal abgesehen von Marktbewegung, sich auch gar nicht verändert. Ja? Nämlich weil der Wert ist festgelegt, der wird rausgenommen aus der Daimler-Aktie. Die Daimler-Aktie fällt genau um diese Truck-Sparte und die wird einfach mit im Basket gerechnet. Und so wurde das angepasst bei Optionsschein, aber auch bei den Open-End-Zertifikaten. Das heißt, wir monitoren jetzt immer ein Basket und genauso bei den Barrieren auch. Also müssen wir das im Prinzip jetzt zwei Underlyings gegeneinander bewerten und gucken, dass wenn der Basket eben auf die Barriere fällt und die Barriere muss ja auch dann gar nicht so angepasst werden, weil der Wert von beiden zusammen ja in Euro-Terms sich auch nicht verändert hat. Das heißt, der Investor sollte im Prinzip gar nichts davon mitbekommen haben, außer dass jetzt beim Knock-in zwei Basiswerte eben zusammen dafür sorgen, dass wenn ein Knockout passiert, da ist. Das gibt es als Alternative. Es gibt immer im Prinzip einmal diese Alternative und die andere ist immer, wenn die zum Beispiel eine Cash-Dividende ausbezahlt haben. Ja, man kann ja sagen, die haben jetzt keine Aktien ausgegeben, sondern einfach den Investoren, weil sie einen Teil verkauft haben, das Geld zurückgegeben haben. Was machen wir dann? Dann rechnen wir nicht einfach das Geld dabei, sondern wir sagen dann, naja, wir nehmen den Strike um diesen Geldbetrag einfach runter, weil ich verliere ja genau diesen Betrag dann in meiner Daimler-Aktie. Nehmen wir an, da werden 60 Euro, 10 Euro werden ausgeschüttet. Dann werden auch alle Strikes oder alle Basispreise um diese 10 Euro angepasst und der Investor ist im Prinzip danach auch wieder genau gleichgestellt. Und das Produkt, nur um das noch abzuschließen, verändert sich dann auch tatsächlich nicht im Wert. Aber der Hebel verändert sich ja dann, oder? Wenn ich jetzt die Cash-Komponente ihr rausrechnet, dann ist ja sozusagen mehr im Geld und entsprechend würde ja beim Call-Zertifikat, also beim Zertifikat entsprechend der Hebel anders sein. Nein, der Hebel bleibt tatsächlich auch gleich, weil der Basispreis hinter ist. Also nehmen wir mal an, einfaches Rechenbeispiel. Wir haben Spin-off 1:2, ja, dann meine Aktie war 100 wert, zweifacher Hebel, das heißt mein Basispreis bei 50. Jetzt wird die Hälfte ein Spin-off gemacht, ja, dann habe ich 50, 25. Das heißt, der Hebel ist immer noch 2, aber der Basispreis wird einfach auf 25 gesetzt. Das heißt, der Hebel bleibt auch nach der Corporate Action tatsächlich für den Investor gleich. Also im Prinzip, da ändert sich für den Investor nichts. Spannend. Und jetzt natürlich die Anschlussfrage, die auch häufig gestellt wurde und auch immer wieder unsere Zuschauer beschäftigt ist. Wann nutze ich denn einen Optionsschein, also wirklich dieses klassische Plain Vanilla Produkt und wann gehe ich denn zum Beispiel eben auf ein Zertifikat? Also das ist tatsächlich eine Frage, die man nicht eindeutig beenden kann. Ich kann immer nur sagen, ein Optionsschein kann während der Laufzeit nicht wertlos verfallen, weil ich eben keinen Knockout habe. Auf der anderen Seite habe ich immer eine feste Laufzeit. Und während dieser Laufzeit ist ein Optionsschein sehr viel komplexer zu berechnen, weil eben Faktoren wie die Volatilität, also die Schwankung, die Zinsen oder auch etwaige Dividenden immer mit berücksichtigt werden müssen, wie der Preis ist. Der Optionsschein hat halt eben den inneren Wert und den Zeitwert. Und wir müssen immer gucken, wie am letzten Tag im Prinzip entscheidet sich, was der Optionsschein auszahlt und was ich zurückbekomme. Beim Open-End-Produkt, also bei so einem Turbo oder beim Mini-Future, das kann man einfach relativ einfach im Excel-Spreadsheet nachrechnen. Also der Preis eines Turbo-Zertifikats ist nicht anders als der Wert vom Basiswert minus dem Basispreis, also was der Strike-Preis ist.
und dann eben noch mal multipliziert mit dem Bezugsverhältnis und dann habe ich den Preis von meinem Zertifikat. Also das kann ich wirklich ganz transparent einfach rechnen. Das ist beim Optionsschein etwas schwieriger. So, wann benutzt jetzt wer was? Naja, das ist wirklich eine Glaubensfrage. Beim Optionsschein, wie gesagt, sind schnelle Schwankungen nach unten nicht so problematisch, wenn ich ihn schon gekauft habe, weil er sich wiederholen kann. Beim Knockout bin ich dann ausgenockt. Auf der anderen Seite, wenn ein Basiswert sehr hohe Schwankungen hat, ist ein Optionsschein auch sehr, sehr teuer, weil eben je höher die Schwankung ist, umso teurer ist der Optionsschein. Meiner Meinung nach beides angucken, selbst die Entscheidung treffen. Bei Absicherungsgeschäften habe ich zumindest meinen persönlichen Favorit und das ist der Put-Optionsschein, einfach um diese Ruhe zu haben. Ja? Also wenn gerade dann natürlich nach oben steigt, da bin ich immer abgesichert für eine gewisse Laufzeit. Ich zahle eine Versicherungsprämie, so sehe ich dann auch tatsächlich die Optionsprämie, den ich bezahlt habe. Ich kaufe mir auch gar nicht at the money. Ich sage 20%, das kalkuliere ich einfach ein. Ich weiß, ich gebe jetzt 1-2% aus, je nach Laufzeit. Und dann kann ich meine Sommerferien ganz entspannt machen. Und deswegen empfehle ich immer bei Absicherungsgeschäften tatsächlich den Optionsschein. Na, immerhin hast du jetzt schon mal eine Bandbreite vorgegeben, auch ein Beispiel genannt, was ja auch ganz gut ist. Ich denke, damit kann man wirklich schon agieren. Und du hast natürlich vollkommen recht, das ist so eine individuelle Entscheidung. Man muss halt sehen, warum geht man ein entsprechendes Geschäft ein, warum will man seine Trading-Idee entsprechend mit diesem Produkt umsetzen, aber zumindest schon mal gut erklärt, wann man den Optionsschein einsetzen kann und wann man eben auf Zertifikate setzt. Vielen Dank dafür schon mal. Last but not least als Thema natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die auch sehr, sehr viel interessiert. Was siehst du denn für 2022 wirklich als maßgebliches Themensetting an? Worauf sollte man sich einstellen? Und was sind vielleicht so Faktoren, die dir jetzt einfallen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte in dem kommenden Jahr 2022? Ach, das ist eine ganz interessante Frage. Also als erstes, naja, jede Bank hat ja jetzt seinen Ausblick gegeben. Wir sehen in den ersten 6 Monaten eigentlich einen sehr, sehr, sehr guten Markt noch kommen, weil eben noch viel funktionieren wird. Wir sehen etwas mehr Volatilität ab der zweiten Jahreshälfte. Aber auch wenn ich mir unsere Prognose vom letzten Jahr für dieses Jahr angeschaut habe, man liegt ja nicht überall richtig. Also was man nur dem Investor wirklich mitgeben muss, wir werden wieder Überraschungen erleben. Ja. Das kann einmal auf der Pandemie sein. Hätte gedacht, dass wir kurz vor Weihnachten wieder so hohe Fallzahlen haben. Es wird wahrscheinlich immer diese Virusvarianten geben, die nochmal Rückschläge geben wird. Insgesamt aber müssen wir uns da einfach dran gewöhnen und die Wirtschaft hat sich dran gewöhnt. Dann Themenbereiche. Ich glaube, wir haben es ja gesagt, ESG bleibt weiter ein Thema nächstes Jahr. Also da auch immer sich mal wieder mit beschäftigen. Ich glaube, es wird sehr viel wichtiger, dass man sich nochmal mit Themen beschäftigt, also Themenbaskets, Sektoren sich anschaut, wo man wirklich sagt, das funktioniert gut. Also ein Beispiel, steigende Zinsen sind Banken immer sehr gut gefragt, weil sie eben mit Zinsen Geld verdienen können. Wir sind jetzt lange in einem niedrigen Zinsumfeld, verdienen Banken nicht mit. Also das muss ich einfach mir weiter anschauen. Aber man muss Geduld haben an der Börse. Also man wird nicht kurzfristig reich werden. Es macht aber durchaus Sinn, sich immer mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das kann ich auch jedem Investor nur mitnehmen. Jetzt gerade über die Weihnachtszeit hat man ja ein bisschen Zeit. Es gibt ganz, ganz tolle Informationsbroschüren bei den Online-Brokern, also bei euch, aber auch bei uns auf der Emittenten, auch bei den anderen Emittenten. Selbstverständlich gibt es sehr, sehr gute Informationen beim Deutschen Derivateverband. Einfach, wenn man Zeit haben, sich mit dem Thema beschäftigen und sich dann auch immer, also eines der wichtigsten Sachen ist immer meiner Meinung nach Timing. Und nehmen wir mal an, der Markt fällt, dann muss ich mir schon überlegen, was ich denn kaufe, wenn er fällt. Also jedem sollte einen Handelsplan haben. Ja? Und ich selbst habe auch so ein Tradingbuch, wo ich immer aufschreibe, warum ich eine Entscheidung getroffen habe. Weil ich bin unfassbar gut im Backtrading. Ja? Ich sage immer, Mensch, hätte ich die BioNTech doch mal gekauft, aber da muss ich mir überlegen, warum habe ich es gemacht, warum habe ich es nicht gemacht. Und wirklich aufschreiben, ich habe die Aktie gekauft, dieses Zertifikat gekauft aus diesen Gründen oder ich habe sie auch verkauft aus diesen Gründen. Ja? Weil danach ärgert man sich immer. Warum habe ich die BioNTech denn so früh verkauft? Ja? Weil man damals dachte, vielleicht braucht man gar nicht so viel Schub. Also ist ja völlig egal. Also immer ehrlich mit sich sein. So ein Tradingbuch kann ich wirklich jedem empfehlen, weil man sehr viel über sich selbst lernt. Und sonst, glaube ich, wird es sehr, sehr interessant. Ich freue mich, wenn wir dieses Format weitermachen können. Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank dafür. Hoffentlich auch hin und wieder, dass wir mal zusammen in so einem Studio sitzen können, aber mal gucken, was die Corona-Lage so weiter bringt. Ja, nee, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Genau, ein Ausblick auf jeden Fall. Wir werden das Format weitermachen, so wie ich es jetzt momentan sehe. Ich freue mich da auch tierisch drauf. Will mich bei dir natürlich auch nochmal dafür bedanken, dass du dir immer die Zeit genommen hast, natürlich auch dieses Format in 2021 realisieren zu können.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man eben alle 14 Tage hier eben auch die Zeit dafür aufwendet, eben Umfragen in dieser Form zu beantworten und natürlich auch ein bisschen Insights geben zu können, wie es eben bei euch entsprechend beim Morgan Stanley läuft, was ihr da so macht und vor allen Dingen natürlich auch, was vielleicht die institutionellen Investoren machen. Und ich glaube, das könnten wir auch als Themenschwerpunkt im kommenden Jahr einfach mal mitnehmen. Wir hatten ja da auch schon bei dem Adventskalender-Event drüber gesprochen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Es wird auch noch einige Veränderungen natürlich dahingehend geben. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, bedanke mich halt auch nochmal bei dir, lieber Dirk, und wünsche alles Gute, komm gut über das neue Jahr, beziehungsweise feiere schön Weihnachten im Kreise deiner Familie und ja, erhol dich vielleicht auch. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und auch an alle, die uns betreut haben auf der Kundenseite und natürlich auch deine Kollegen, die im Hintergrund immer das organisieren. Der liebe Philipp, der guckt auch gerade schon, genau, der nimmt den Dank auch gerade an, freut sich und genau, an dieser Stelle wünsche ich euch natürlich auch frohe Weihnachten, guten Rutsch schon mal, genau, weil dieses Format jetzt sozusagen für 2021 mit dieser Aussendung die letzte Voraussendung sein wird, aber 2022 sind wir dann wieder da, im Januar könnt ihr uns dann sehen und ich freue mich darauf, da gibt es ganz, ganz viele tolle neue Themen, freut euch drauf und ich wünsche euch alles Gute, bis dann, macht's gut, tschüss.